Hallo zusammen, heute möchte ich euch 5 Tipps präsentieren, wie du deinen Amazon Fire TV Stick schneller machen kannst. Los geht's! Mein erster Tipp ist das Schließen von Hintergrund-Apps. Durch das Schließen von den Hintergrund-Apps könnt ihr euren System-Cache bereinigen und somit euren Fire TV Stick deutlich schneller machen. Vor allem bei den älteren Modellen ist hier ein deutlicher Performance-Boost sichtbar. Hierfür benötigt ihr die zusätzliche App Background Apps und Process List, welche ihr in dem App Store des Amazon Fire TV Sticks finden könnt. In der App könnt ihr nun offene Apps schließen. Um eine App zu schließen, wählt ihr diese App aus und wählt im Menü Stoppen erzwingen aus. Nun ist die App komplett geschlossen und benötigt keine zusätzlichen Ressourcen des Amazon Fire TV Sticks. Kommen wir zu meinem zweiten Tipp, das Deaktivieren der automatischen Videowiedergabe. Hierfür navigiert ihr in die Einstellungen, in die Benutzereinstellungen und wählt empfohlene Inhalte aus. Anschließend deaktiviert ihr automatische Videogabe und automatische Audiowiedergabe. Nun werden Vorschläge nicht mehr automatisch abgespielt, was den Amazon Fire TV Stick weniger auslastet und ihr somit eine flüssigere Benutzeroberfläche habt. Kommen wir zu meinem dritten Tipp. Verwenden von 5 GHz WLAN. 5 GHz WLAN hat den großen Vorteil, dass hier deutlich höhere Übertragungsraten zustande kommen können. Also wenn euer Router in der Nähe ist, wo ihr euren Fire TV Stick habt, solltet ihr unbedingt 5 GHz WLAN verwenden. Ihr könnt in den Netzwerkeinstellungen eures Amazon Fire TV Sticks einsehen, mit welchem WLAN dieser gerade verbunden ist und ob dieses WLAN ein 5 GHz WLAN ist oder ein 2,4 GHz WLAN. Falls ihr nur ein 2,4 GHz WLAN haben solltet, loggt euch in der Web-Oberfläche eures Routers ein und konfiguriert euch ein 5 GHz WLAN. Genauere Infos hierfür findet ihr in den Gebrauchsanweisungen für euren spezifischen Router. Alternativ könnt ihr immer Google fragen. Kommen wir nun zu meinem vierten Tipp, das Verwenden eines Ethernet-Adapters. Falls ihr keinen 5 GHz WLAN habt oder auch einen sehr schlechten Empfang in dem Zimmer, wo euer Amazon Fire TV Stick ist, sofern ihr dort ein Netzwerkkabel habt, könnt ihr dieses mit dem Amazon Fire TV Stick Ethernet-Adapter anschließen. Den Amazon Fire TV Stick Ethernet-Adapter findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kommen wir nun zu meinem letzten Tipp, das regelmäßige Updaten des Fire TV Sticks. Durch das regelmäßige Updaten des Fire TV Sticks erhaltet ihr nicht nur neue Features wie das brandneue Interface, wovon ich übrigens auch ein eigenes Video gemacht habe, oben in der Infobox verlinkt, sondern auch zahlreiche Fehlerbehebungen und Performance-Updates. Solltet ihr noch einen Amazon Fire TV Stick der ersten oder zweiten Generation haben, lohnt es sich auf jeden Fall, auf ein neueres Modell umzusteigen. Fire TV Sticks ab der dritten Generation haben nicht nur das neue Interface, sondern haben auch deutlich bessere Performance im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Alle aktuellen Modelle findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, und das waren sie, meine Top 5 Tipps, wie du deinen Amazon Fire TV Stick schneller machen kannst. Wie immer würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.